Hallo meine Freunde. Findet euer Hundestraining auch langweilig und macht nur so ein bisschen mit? Ich zeige euch mal, wie der wieder richtig Spaß beim Training hat. So, ich zeige euch heute mal, wie man den Kuba so ein bisschen dazu bringt, ein bisschen fokussierter und ein bisschen energischer bei der Sache zu sein. Das wird relativ kurz werden, weil wir haben irgendwie fast 30 Grad hier. Das müssen wir dem Hund dann auch nicht antun. Aber nur, dass ihr es mal kurz gesehen habt. Ich werde mal anfangen mit Futter als Motivation. Und das zweite Mal dann mit seinem neuen Lieblingsspielzeug, einem Stock. Schaut es euch mal an. Genau, also was machen wir jetzt? Wir machen jetzt quasi einmal Fußgrundstellung. Einmal Mitte, einmal Fuß. Und dann 3 Meter bei Fuß laufen, das sollte als Beispiel reichen. Und ihr seht es gerade, wenn du mal runterschwenkst, genau, also der ist jetzt gerade völlig desinteressiert quasi an der ganzen Geschichte. Ich muss ihn mir erst mal wiederholen jetzt. Das versuche ich mal. Guck mal, komm mal. Auf, schau mal. Komm mal her. Geh mal Fuß. 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 Jawohl. Mitte. Jawohl. Gut gemacht. Gut gemacht. Immer. Aufpassen. Fuß. Fuß. Und ran. Fuß. Jawohl, gut gemacht. So bist du fein. So, aufpassen. Fuß. Nein, Fuß. Jawohl, gut. Schau. Gut gemacht. Gut gemacht. Hey, Sitz. Gut. Gut gemacht. Ja, ihr seht es, oder ihr habt es gesehen, hoffe ich, er macht zwar mit, oh, jetzt ist er ja schon wieder in der Mitte, er macht zwar mit, aber diese Euphorie und den Spaß und so, den vermisse ich gerade ein bisschen beim, ist natürlich auch der Wärme geschuldet, aber ich zeige euch gleich mal, wie der das Ganze macht, wenn ein Stock im Spiel ist. Das wird ganz spaßig werden, hoffe ich. Und jetzt würde ich euch gerne mal zeigen, wie das ausschaut, wenn du das gefunden hast, was dein Hund auch interessiert und was er will. Dazu brauchen wir aber keinen Futterbeutel mehr. Kuba, Platz. Den brauchen wir nicht mehr. Ich suche mir jetzt ein Stecken und dann geht die Show los. Wir haben den Stecken. Mich wundert es gerade, dass er noch so ruhig ist. Platz. Seht ihr, wie fixiert er ist? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Ja, sitz. Mitte. Mitte. Jawohl. Aufpassen. Fuß. 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 Drüber. Fuß. Also das ist was ganz anderes wie mit Futter. Also ich mach das weg da. Aus! Aus! Platz! Stehen! 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 Zurück. Zurück. Ja. Oh. Ja. Lauf. Ja, durch Zufall entdeckt, dass der auf Stecken spinnt. Und es macht um einiges einfacher, das Ganze. Aus, Platz. Guck mal hier. Hier. Nein, hier. Fuß. 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 Nicht Fuß. 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 Also das ist, ja, also wie gesagt, ich finde es mega, weil er so richtig bei der Sache ist.
Ist aber schwierig, also ich muss echt dazu sagen, so Tennisball-Junkies oder sowas oder Ball-Junkies hat man dann irgendwann auch keine Freude mehr mit. Also man muss das im gewissen Maße quasi fördern, aber auch dann dementsprechend einpegeln, ne? Dass der nicht total abdreht, wenn der einen Ball sieht. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, da haben wir versucht, einen Kuba auf Ball quasi scharf zu machen. Blende ich euch auch mal ein. Hat nicht ganz funktioniert. Er holt nicht zwar, alles gut, aber er wird jetzt für den Ball nie so abgehen wie gerade. Das ist auch, dass er auch immer gleich aus der Puste ausplatzt. Man kann auch, ich muss mal gucken, ob das die Kamera so, wie man jetzt den einfängt. Man kann auch, guck mal, Fuß, 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 jawohl. Man kann auch damit üben, also man kann auch den Stock nach vorne werfen oder zur Seite oder nach hinten. Kann mit dem Hund üben, bei Fuß zum Beispiel. Und wenn er das richtig macht, kriegt er das Kommando, dass er hin darf. Also ich versuche es mal, den Stock wegzuwerfen. Ich hoffe, er bleibt sitzen. Guck mal, Sitz. Schau mich an. Fuß. 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 Und dann belohnen, dass er sich holen darf. Das kann man machen, das kannst du auch mit, also im Kuba-Fall ist es halt einfach ein Stecken oder ein Stock. Das geht auch mit Zergel, das geht mit den ganzen Stoffknochen und so weiter. Ball, Zergel, Kong, alles. Also du musst halt wirklich gucken, auf was spinnt dein Hund. Wie gesagt, beim Kuba war es ein absoluter Zufall. Ich habe mir zum Wandern ein Stecken abgebrochen. Der ist auf den Stecken los und habe ich gewusst, alles klar. Das ist mein Joker-Spielzeug und das funktioniert immer. Das funktioniert echt immer. Sobald ihr ein Stecken sieht, ich glaube, die Kamerafrau hat vorhin mitgeschnitten, das kann man mal einblenden, wie ich den Stecken vorbereitet habe. Ja, da war er halt einfach an, den Knopf zu halten. Ne? Also das funktioniert wirklich super. Wie gesagt, ihr müsst aufpassen, dass ihr das alles unter Kontrolle habt, weil sonst ist der sehr schnell oben draußen und auch nichts mehr handelbar da. Ne? Wenn der so in seinem Tunnel ist, das habe ich bei uns auf dem Hundeplatz ein paar, die sind so ballfixierend. Die laufen super bei Fuß und sobald du den Ball rausholst, sind die da vorne oder hüpfen hoch oder na, nur um den scheiß Ball zu kriegen. Also das ein bisschen dosieren, auch nicht immer mit dem Ball spielen. Also wie gesagt, das Video habe ich euch eingeblendet, da habe ich es ein bisschen erklärt, wie man das so ein bisschen scharf macht und so weiter. Also scharf, heiß auf den Ball macht, heiß auf den Gegenstand macht. Dosiert es und es muss nicht immer leckerlich sein zum Belohnen. Natürlich tust du dir leichter. In Tricks, oder also was ist Tricks, Kommandos beizubringen, Sitz, Platz, in dem Moment, wo er sitzt, Klick, Futter, Platz, Klick, Futter und so weiter, das funktioniert alles super. Aber wenn er das mal drin hat, und das ist so, ich sag mal, ich möchte das auch perfektionieren, weil davon sind wir ja auch noch ganz weit weg, aber um das einfach mit so ein bisschen mehr Motivation, mit ein bisschen mehr Fokus zu machen, ist sowas halt genau richtig. Ne? Also ich kann mal gucken, ob er jetzt noch kommt. Ich sag jetzt mal nichts, ich mache es nur mal so. Also wenn das schon Beitschen hört, ist der schon dabei, ne? Und das ist aus, Platz, aus, Platz. So richtig. Und das gehört natürlich auch dazu. Also, ich muss ein wenig zurück. Das gehört natürlich auch dazu, auch mal ein Aus mit einbauen und dann kriegt das wieder so Impulskontrollen technisch. Also die Möglichkeiten sind da echt extrem viel. Probiert es mal aus. Auch hier würde mich wieder interessieren, was habt ihr für Lieblingsspielzeug? Das kann ja auch ein Teddy sein oder ein Kuscheltier oder sowas. Oder ganz egal, das ist. Schreibt es mir bitte mal unter die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr so für Lieblingsspielzeuge habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst oder ein Like. Kostet alles kein Geld, ist alles umsonst. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns am nächsten Mal. Ciao! Eins noch zwischendurch, weil der Kuba so schön mitgemacht hat, kriegt er natürlich jetzt eine besondere Belohnung. Den Futterbeutel habe ich vorhin weggeschmissen. Kuba, bring. Bring her, los, in die Hand. Ja, gut gemacht. Weil er so gut mitgemacht hat, kriegt er jetzt eine lecker, ich glaube, das ist eine Hasenpfote. Ohohoho, dreh dich mal. Jawohl, dreh dich. Jawohl. Ciao.